Der Pitch. Der Pitch ist ein hoher Annäherungsschlag aufs Grün bzw. zur Fahne. Man verwendet den Pitch aus einer Entfernung von 20 bis 70 Meter Entfernung. Als Schläger nimmt man ein Sandeisen oder eine Pitching Wedge. Zur Standposition. Beim Pitchen liegt der Ball in der Mitte. Die Gewichtsverteilung ist gleichmäßig 50%, 50%. Die Fußstellung ist schulterbreit und parallel zum Ziel ausgerichtet. Zur Bewegung. Die Bewegung ist eine Zweihebelbewegung. Der Unterschied zum Putten und zum Chippen liegt dort, dass ich die Handgelenke einsetze. Zweihebelbewegung. Zusätzlich verwende ich beim Pitchen eine Körperdrehung. Das heißt, ich fange bei der Bewegung an, der Hüfte zu drehen, die Schultern kommen mit und ab dieser Position setze ich leicht die Handgelenke ein. Im Durchschwung setze ich die Hüfte ein, verlagere mein Gewicht, der Schläger geht ins Finish. Die Endposition. Ich kann einen kleinen Pitch machen, das ist eine Viertelbewegung, eine halbe Bewegung oder eine Dreiviertelbewegung. Nun werde ich den Pitch zeigen.